Weißt du, was ich immer so krass finde? Selbst wenn es richtig hell draußen ist, ja, sind teilweise manche Kameras, wie zum Beispiel am Handy, so unempfindlich, ja, dass es dann trotzdem auf dem Video aussieht, als wäre es stockdunkel. Das heißt, ich muss jetzt Energie verschwenden und das Licht anschalten, ja. Und ja, ich finde das schlimm. Apropos Energie. Deutschland will aus der Energiewende aussteigen. Also unsere Politiker haben sich jetzt neulich entschieden, nicht mehr so viel Geld in Windkraft und Solarkraft zu investieren, während andere Länder, selbst China, immer mehr Geld da rein investieren, ja, und weltweit die Leute sich mittlerweile einig sind, dass wir mehr für Klimaschutz tun müssen, ist Deutschland im Moment auf dem Trichter, nö, müssen wir nicht machen. Noch vor 20 oder 30 Jahren hat Deutschland sich als absolutes Vorbild aufgespielt, als Vorreiter der Energiewende, als Vorreiter für Klimaschutz. Und aktuell machen so Politiker das Gegenteil. Und die machen das nur, damit irgendwelche Lobbyisten von veralteten Methoden der Energieerzeugung den Geld in den Arsch reinblasen können. Politiker interessieren sich nur noch für Geld. Die interessieren sich nicht für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Die interessieren sich auch nicht für unsere Gesundheit. Dass es demnächst, also ab März 2020, es in Deutschland eine Impfpflicht geben wird, das ist nur Mittel zum Schein. Das soll nur dazu dienen, dass wir denken, unsere Politiker würden sich für unsere Gesundheit interessieren. Unseren Politikern geht unsere Gesundheit am Arsch vorbei. Denn wenn der Klimawandel wirklich kommt, also richtig krass ausbricht, noch krasser als bisher, jetzt sieht man ja nur die Vorboten, dann wird auch die beste Impfpflicht der Welt uns nicht vor den Krankheiten und Umweltkatastrophen, die dann auf uns zukommen, schützen. Ich bin insgesamt kritisch darüber, ob Impfungen wirklich der Hauptfaktor sind, der dafür gesorgt haben, dass viele Krankheiten zurückgegangen sind. Und es gibt viele andere Faktoren wie Verbesserung der Hygiene, Verbesserung der Gesundheitsversorgung insgesamt oder auch Immunisierung der Bevölkerung, die dafür gesorgt haben, dass bestimmte Krankheiten gar nicht mehr in einem großen Maße vorkommen wie früher. Und da kann man meiner Meinung nach geteilter Meinung drüber sein. Und wenn man sich impfen will, soll man das tun. Ich bin aber der Meinung, man sollte niemanden dazu zwingen. Der Grund, warum bestimmte Krankheiten wieder zunehmen, ist, dass sich Krankheiten bei höheren Temperaturen besser vermehren können. Also Erreger. Es ist gar nicht so, dass Kälte Krankheiten triggert, sondern die Wärme. Die meisten Erreger vermehren sich, wenn es warm wird, viel besser. Und dadurch, dass wir keinen richtigen Winter mehr haben und dadurch, dass wir immer wärmere Sommer haben, ist das prima Faktor, die Krankheiten zu vermehren. Aber anstatt, dass wir was gegen den Klimawandel tun und endlich aus der Kohle aussteigen und die Energiewende unterstützen und hier mal Vorreiter sind und zeigen, schaut mal, wir investieren nur noch in Windkraft und Solarkraft und interessieren uns für keine andere Form der Energie mehr im großen Maßstab. Gibt es jetzt eine Impfpflicht, dass Leute dazu gezwungen werden, sich zu impfen, weil man uns einredet, ja, dass die 5 oder 6% der Bevölkerung, die sich nicht impfen oder nicht impfen wollen, schuld daran sind, ja, dass sich Krankheiten wie Masern wieder verbreiten, ja. Da muss man noch dazu bedenken, dass viele Ärzte den MMR-Impfstoff kritisch sehen, ja, und viele Leute, die immer sich für Impfen und Impfpflicht einsetzen, meistens gar keine Ahnung davon haben und selbst Ärzte keine Ahnung von haben. Es ist eh so ein komisches Thema. Ja, da möchte ich auch nicht zu viel sagen, weil manche Leute da empfindlich darauf anspringen, weil sie nicht mehr in der Lage sind, Verantwortung für sich selber zu übernehmen, sondern mir die Schuld dafür geben wollen, ja, dass sie krank werden. Aber ganz ehrlich, für deine Gesundheit bist nur du verantwortlich und niemand sonst auf diesem Planeten. Ja, und der einzige oder die einzigen Menschen, für dessen Gesundheit du auch noch verantwortlich bist, ja, sind deine Kinder. Aber für die Gesundheit aller anderen Menschen auf der Welt
ist man jeweils selber verantwortlich. Und wie dem auch sei, ja, wir sind auch dafür verantwortlich, einen sauberen, ordentlichen, schönen Planeten zu hinterlassen. Aber auch das tun wir nicht. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die keinen Sinn ergeben, verschmutzen unsere Welt und wundern uns, dass sie uns mit Krankheiten oder sonstigem Scheiß versucht loszuwerden. In was für einer Welt leben wir eigentlich, wo Menschen denken, dass Geld glücklich macht? Geld hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht. Geld wird auch nie einen Menschen glücklich machen. Glücklich wird ein Mensch, wenn er ein fröhliches, gesundes, sauberes Leben lebt. Und in der aktuellen Politik, der aktuellen Welt, die immer mehr verschmutzt und der Klimaschutz scheißegal ist, werden die Menschen auch nicht auf Dauer mehr glücklich werden. Also müssen wir was dafür tun, dass unsere Welt wieder schöner wird. Aber ein Ausstieg aus der Energiewende oder eine Impfpflicht werden nicht dabei helfen, dass unsere Welt wieder glücklicher und schöner wird. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Ansonsten schreibt mal was dazu in die Kommentare. Bitte keine Beleidigungen, weil ich hier irgendwie impfkritisch war im Video. Ja, weil wer andere beleidigt, hat jedwede Diskussion bereits verloren. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sieht man sich vielleicht in einem der nächsten Videos. Wenn ihr keins der Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal. Morgen gibt es auf meinem Kanal ein Video aus meiner Heilpflanzenreihe. Es geht um eine der besten Heilpflanzen überhaupt, nämlich um Ingwer. Ich sag an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!